Friedlich ist die einzige Kraft zur Veränderung. Deswegen nicht provozieren lassen und nicht provozieren. Weil das ist, was sie sich wünschen, die Herrschenden und die, die gegen uns sind. Abschließend möchte ich summa summarum die generelle Warnung aussprechen, dass wir es nunmehr mit einer neuen, hochgefährlichen Lobbyismus-Variante zu tun haben. Der Lobbyismus hatte noch nie zuvor einen derartigen Einfluss.